Hi, ihr Zwetschgenknödel. Ich sitze hier gerade in meinem stinkenden, unaufgeräumten Office und stinke vor mich hin. Mama, mach mal Foto. Schau mal, wie es hier ausschaut. So, kleiner Spaß am Rande. Folgendes. Ich möchte in aller Ruhe sagen, legt euch Vorräte zu. Sorgt dafür, dass sowohl ihr als auch eure Lieben mindestens für 30 Tage Wasser und Lebensmittel und sonstiges im Haus haben oder dass ihr versorgt seid für mindestens 30 Tage. Ihr habt ja schon gemerkt, die Aggressivität der Leute nimmt vermehrt zu, die Leute schlagen schnell um sich, schlagen zu, bedrohen einen, versuchen einen zu nötigen. Ausgerechnet meinem Lieblingscoach ist es jetzt so ergangen wie mir vor ein paar Monaten. Und erst gestern hat wieder jemand versucht, mich zu nötigen und zu bedrohen. Und ihr wisst ja, je ruhiger ihr bleibt in Situationen, umso aggressiver werden andere. Ja, und je mehr ihr im Recht seid, umso aggressiver werden sie. Da hilft nur eins, wie sagt Tahuti immer, bleib bei dir, zähl innerlich auf 21, 22, 23. Und die Motten fliegen ja gegen das Licht. Es ist logisch, dass die Dämonen jetzt überall aus ihren Löchern gekrochen kommen. Pluto und Saturn steuern jetzt auf die exakte Konjunktion zu. Jetzt ist das natürlich eine große Party für sämtliche Dämonen, für sämtliche dunkle Gestalten, die sich jetzt auf Lichtkrieger stürzen. Auf Menschen, die im Licht wandeln. Wenn man mal so beobachtet hat, wie es mir die letzten Monate gegangen ist, stellt sich ja immer die Frage, wen greifen die wirklich an? Mich oder den Chef? Und wenn ich dann mitkriege, dass mein Coach von einem durchgeknallten Ami zusammengeschlagen wird, mitten in der Nacht noch eine Not-OP hat wegen einem Kieferbruch, frage ich mich schon, was geht hier ab? In Amerika läuft es natürlich anders ab. Da wird der Bruder von der Shields sofort verhaftet, dann kommt er in Untersuchungshaft und wird ein, zwei Tage später dem Haftrichter vorgeführt. Da kommt nicht mal ganz nett, so wie bei uns, die Polizei vorbei und klingelt mal dezent, ach, Sie haben da was gemacht, kommen Sie doch mal zu einer Aussage als Beschuldigter vorbei. Sondern die werden gleich festgenommen und mitgenommen. Na, die fackeln da nicht lang rum. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber Steven Seagal ist ja auch ehrenamtlicher Polizist. Nicht nur Schauspieler, sondern ehrenamtlicher Polizist. Und wenn ich überlege, dass der James eigentlich den gleichen Schlag abbekommen hat gestern, wie ich vor ein paar Monaten, ich habe nämlich ein Foto, wo man das sieht, der ist hier komplett geschwollen, die Lippe so dick und der ganze Kiefer verschoben. Ja? Der Boxkampf ist natürlich abgesagt und wir gehen alle davon aus, dass auf die Shields eine lange Sperre zukommt. Die wird erstmal nicht mehr boxen, die wird jetzt gesperrt, weil das war ja ihr Bruder. Ja, heißt's dann, der ist ja nicht verantwortlich, die ist ja nicht verantwortlich für das. Natürlich ist sie verantwortlich. Das ist ja ihr Boxteam. Ja, wenn der James irgendeinem Marius Wach vor einem Boxkampf gegen den Wladimir eine mitgibt und der muss ins Krankenhaus, wird der Wladimir gesperrt. Das ist normal. Ja, ich möchte euch daran erinnern, an die Situation mit David Tay und Cesora,
wie die dem Vitalin eine gewatscht haben bei der Pressekonferenz und das Wasser ins Gesicht geschüttet haben. Der Cesora war danach auch gesperrt. Ja? Und die Ivana Shields hat dafür zu sorgen, dass ihr Bruder nicht blindlings die Leute zusammenschlägt. Und wo waren die Security-Leute? Das ging so schnell, James konnte nicht reagieren, genauso wie bei mir damals. Meine Bitte an euch ist, bitte passt auf euch auf. Gebt auf euch Acht. Legt euch Notvorrat zu für mindestens 30 Tage. Ein guter Freund von mir, ein ehrenamtlicher Richter vom Kölner Landgericht, mit dem ich gestern noch telefoniert habe, hat gesagt, dass bei Ihnen im Moment wieder ganz viele Flugübungen stattfinden. Warum wohl? Das sind keine Flugübungen, das ist der Moses, der mit seiner Fressenschüssel scheppert. Ja? So. Passt bitte auf euch auf. Ja? Ich habe ja Metadron. Na? Und mir hat gestern jemand mein Handy entwendet, damit ich die Polizei nicht anrufen kann. Und hat mir die Fuß in die Tür, den Fuß in die Tür gestellt, um sich gewaltsam Zutritt zur Wohnung zu verschaffen. Ein Zahnarzt aus der näheren Umgebung. Das muss man sich mal geben, der auf seiner Seite stehen hat, dass er mit Angstpatienten arbeitet. Tritt gewaltsam in die Wohnung von einer Frau ein, die unter einer posttraumatischen Belastungsstörung leidet. Kommt immer gut. Schon sagen. Im gleichen Atemzug wird mein Coach zusammengeschlagen. Tja, Tahuti, wieso passiert dir das? Na, weil die Motten gegen das Licht fliegen und die Dämonen versuchen, die Lichtkrieger auszuschalten. Das ist diese Konstellation, von der wir seit Monaten reden. Die Katja hat euch einen langen Text dazu geschrieben. Ich warne euch seit 2015 vor dieser Konstellation. Und ich sage seit 2015, Leute, ihr jammert alle wegen den Flüchtlingen, wegen dies, das und jenes. Das ist noch gar nichts zum Vergleich, was 2020 auf uns zukommt. Ja? Und ich habe euch gesagt, ich warne euch vor. Die Leute werden immer aggressiver. Schaut euch um. Beobachtet mal alleine Kommentare bei Facebook, wie schnell die Leute versuchen, unter die Gürtellinie zu gehen. Braucht nur einkaufen gehen, dann seht ihr schon, mit welcher Aggression die Leute unterwegs sind. Lasst euch bitte nicht aus eurer Mitte bringen. Bleibt ruhig und gelassen. Lasst euch zur Not niederschlagen, ruft anschließend die Polizei und erstattet Anzeige. Das ist das Einzige, was ihr tun könnt. Lasst euch nicht provozieren. Wehrt euch nicht, schlagt nicht zurück. Leitet das sofort an euren Anwalt weiter und an die Polizei. Das hat jetzt erst angefangen. Die neue Fledermaus macht das Gleiche wie die alte Fledermaus, schmeißt Sachen runter und spielt damit. Hört ihr es? Der hat richtig Spaß. So. Also. Die Konstellation Pluto-Saturn-Konjunktion läuft jetzt auf ihren Höhepunkt zu. Das heißt, immer mehr Aggression, die euch begegnet. Je ruhiger und gelassener ihr seid, je ruhiger und gelassener ihr Dinge bewältigt, umso, ich sag euch das, und das ist wirklich so, wenn ihr provoziert werdet und ihr merkt, dass ihr eventuell eine Attacke kriegt, Panikattacke oder Angstattacke oder sonstiges, zählt innerlich auf 21, 22, 23, damit fahrt ihr die Hyperventilierung runter
und geht in eure Atmung. Atmen. Dann fahrt ihr euch runter. Legt euch die Passionsblume zu. Das ist ein cooles Mittel, um zur Ruhe zu kommen. Nehmt danach ein paar Tropfen, gebt ein paar Tropfen Rescue in euren Bauchnabel von den Bachblüten und fahrt euch runter. Lasst euch nicht provozieren, denn das wollen die Schattenwesen. Ich habe euch ja gesagt, ich wohne derzeit am Fuße des Schattenbergs. Und ihr wisst ja, die gefallenen Engel wurden ja angeblich in die Berge eingesperrt und hausen in den Bergen. Ja, wenn man die Apokryphen liest, weiß man das. So. Und ich bitte euch, lasst euch nicht provozieren durch diese Konstellation, die jetzt auf uns zusteuert. Diese Konstellation ist die Konstellation, die eventuell den Dritten Weltkrieg hervorrufen kann. Ich möchte euch an den Blutmond mit dem Mars und dem Pluto erinnern, vom letzten Jahr, von 2017. Der Mars kommt dann noch mit dazu, nächstes Jahr. Zu Beginn des Jahres bildet das Ganze dann noch ein Trigon. Und der Mars und der Pluto sind zwei Kriegsplaneten. Und der Saturn ist der ermahnende Vater, der keine Rücksicht auf eure Emotionen nimmt und auf eure egoistischen Gefühle und Emotionen. Ja? Bleibt bei euch, bleibt in eurer Mitte, denkt an meine Worte, lasst euch nicht provozieren, lasst euch von mir aus zurückdrängen, wenn der auf euch losgeht. Ja? Keine Gegenreaktion, zählt innerlich 21, 22, 23, weil in solchen Situationen fängt man an zu hyperventilieren. Geht in eure Atmung und fahrt euch runter. Und anschließend bereitet euren Gegenschlag vor. Macht eure Anzeige, bleibt in eurer Ruhe. Und leitet die nötigen Schritte für euren Weltfrieden ein. Aber immer aus der Ruhe heraus. Ohne Aggression. Ja? Denkt daran, die Oralen, die Depressiven, sind ganz schnell beleidigt, wenn man ihnen was sagt. Ja? Und die zeigen das auch gleich. Nämlich durch das Ausleben latenter Aggression. Ja? So. Wie gesagt, mit dieser Konstellation jetzt, Pluto ist wieder direktläufig, mit Saturn in Konjunktion, das ist die dritte Weltkrieg-Konstellation. Wollen wir darum bitten, dass Donald Trump seine Präsidentschaftszeit ohne Vorkommnisse übersteht. Dass er nicht der dritte Hochgestellte ist, der von einem Schwarzen aus seinen eigenen Reihen ermordet wird. So wie es in den Prophezeiungen steht, ob beim Mühlhirsel, beim Irrmeier oder beim Nostradamus. Ich möchte euch daran erinnern, wie die Leute über mich gelacht haben, wie ich gesagt habe, Kardinal Josef Ratzinger wird Papst und er ist der Papst, der aus dem Vatikan flüchten wird. Was passiert ist, wisst ihr. Ich möchte euch auch daran erinnern, ja, was ich damals beim Kachelmann gesagt habe, dass der unschuldig im Gefängnis sitzt. Und was hat sich dann rausgestellt? Und so diverse andere Aussagen. Welcher Herr welche Boxkämpfe verlieren wird, warum er sie verlieren wird und so weiter. Also, passt bitte auf euch auf, macht euch um mich keine Sorgen. Ich möchte euch an den Zustand vom Hochwasser in Ebensee erinnern. Da habt ihr alle um mich gebankt und ich habe gesagt, wo ist euer Vertrauen in Metatron? Ja, der passt schon auf uns auf. Ja? Es geschieht nichts ohne Grund. Denkt daran.
Ja? Also Pluto und Saturn sind jetzt dann in der Konjunktion und gerade genau im Januar. Und sie steuern jetzt auf das gerade genaue Ziel zu. Und ihr wisst, wie lange es noch ist bis Januar. Ihr konntet das beobachten, seit es losgegangen ist mit dem Zusammenbruch der Regierung in Österreich. Als ich gesagt habe, Kurz wird sowieso zurückkommen. Ich habe euch auch gesagt, wer der Kurz für mich ist. Und ich möchte euch an etwas erinnern. Ein Beispiel. Was ist denn damals passiert mit dem Hindenburg? Nachdem da einer Reden in einem Hofbräuhaus in München geschwungen hat. Ja? Diese ganzen Unruhen, alles was jetzt passiert, denkt daran, wie es geheißen hat, Paris wird brennen, der Papst wird aus dem Vatikan flüchten. Wer hat das gesagt, dass Benedikt der Papst sein wird? Na? Also, passt bitte auf euch auf. Macht euch um mich keine Sorgen. Für mich ist gesorgt, die Tiere sind geschützt. Ja? Ja, Schatzi. Gell? Hm. Na? Du Gott der Träume, du. Hm. Wer steigt denn da hinten und dummer dumm? Ach, der Maradona sitzt schon wieder auf dem Schallplattenspieler. Gell? Ja, so ist es. Na? Und lasst euch einfach gern haben. Wenn sie meinen, sie müssen euch eine Watschen geben, lasst euch schlagen. Das regelt sich hinterher von alleine. Ja, ruft dann ganz gelassen die Polizei an, macht eure Anzeige und gut ist. Lasst euch nichts gefallen. Das ist jetzt erst der Anfang. Na? Und beobachtet ganz genau, was der Kurze so anstellen wird. Mehr sage ich da zu dem Thema nicht mehr. Ich habe alles dazu gesagt. Nachdem das mit dem Strache war, habe ich gesagt, die Pluto-Saturn-Konstellation hat angefangen und jetzt geht's richtig los. Gut, ihr wisst, ich habe euch lieb, ja? Die Kinder machen Party. Maradona, was schimpfst denn so? Muss mal meine Tomate gießen und dann werde ich Apfelkuchen backen gehen. Apfelkuchen ist immer gut, ne? Damit es nicht nach Katze stinkt, sondern nach frisch gebackenem Kuchen. In diesem Sinne, gehabt euch wohl. Und passt auf euch auf.